Und damit zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind nach Oratai zurückgekehrt, haben das Turnier gemacht, ich erinnere mich. Und waren bei Bernard trainieren. Ich würde kurz nochmal zu Bernard gehen. Gute Idee, Kötter. Erstmal, was sein muss, muss sein. Ganz fein. Ja. Das versteht er nicht. So ist's echt. Sehr gut. Wo wir schon hier sind und Bernard gerade hier steht, können wir doch auch ein paar andere Waffen mal austesten. Übung. Ich möchte gerne Verteidigung. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Selbstverständlich. Achso. Ich denke darüber nach. Mhm. Ich würde gerne mal mit einer Axt. Ich möchte besser mit der Axt umgehen. Ja. Selbstverständlich. Ich möchte gerne. Ich denke darüber nach. Mit der Waffe selber. Mit echten Waffen. Ich möchte üben, aber mit richtigen Waffen. Da ist aber jemand großspurig. Aber ich mag es, wenn ein Mann Feuer im Blut hat. Mit einem Holzschwert lernst du nicht annähernd so viel wie mit einem echten. Den alten Meistern zufolge ist nur der ein wahrer Lehrling, der die Klinge mindestens einmal zu spüren bekam. Manche meinen, man solle sogar dem Tod die Hand schütteln. Aber das ist Blasphemie. Gut. Lass uns anfangen. Keine Angst, ich bringe dich schon nicht um. Aber falls du verletzt wirst, musst du dich selbst versorgen und mit den Folgen leben. Mit welcher Waffe möchtest du üben? Okay, das macht ein paar Sorgen. Einen Moment, ich lege mein Handy nochmal weg. Also, man hört das nämlich auch, wenn es ein paar Meter entfernt ist. Okay, also mit welcher Waffe sollen wir testen? Normalerweise haben wir das Kurzschwert. Wir gehen einfach mal alle Waffen durch. Bastardschwert. Es klingt so furchtbar. Ich könnte durchaus ein wenig Übung mit dem Bastardschwert vertragen. So, schnapp dir eine Waffe und los geht's. Ich hoffe, er sagt doch was zu der Waffe. Okay, er sagt nichts dazu. Vielleicht mit der Holzwaffe? Okay, wir schauen mal. Vielleicht mit der Holzwaffe und er sagt uns was dazu, weil ich möchte gerne was über die Waffe wissen. Übung mit Holzschwertern. Ich würde gerne ein bisschen... Gut. Mit welcher Waffe? Na, also dann bist du doch ein Bastardschwert. Ich könnte durchaus ein wenig Übung mit dem Bastardschwert vertragen. So. Er sagt auch nichts dazu. Aber... Das geht doch ganz gut. Autsch. Ich würde erstmal noch mit Holzwaffen kämpfen. Und wir haben guter Konter. Ja, da lernst du noch was. Autsch. Das kommt davon. Okay. So, und Stich und Plopp und... Okay, wie machen wir das nochmal? Ich glaube, das war links. Er ist halt... Er ist nicht schlecht. Terminieren wir schon wieder mit so einer Waffe. Das heißt, wir geben kurz auf. Genug. Wir schauen mal kurz die anderen Waffen an. Schade, er sagt halt nichts zu der Waffe. Übung, ich möchte gerne Kombos, Axt, Schwert. Ich glaube, das sind generell so Sachen. Weil das war ja Ich möchte besser mit der Axt umgehen. Selbstverständlich. Ja, da zahlen wir nur Geld dafür. Das nicht. Ich hätte gern... Okay, wir machen mal mit echten Waffen. Ich möchte üben, aber mit richtigen Waffen. Da ist aber jemand großspur. Mit manchen mal... Lass uns an... Und wir testen mal die Axt. Ich wähle die Axt. Mit der habe ich den Dreh noch nicht ganz raus. Ein Schild ohne Schild. Ohne Schild? Ohne Schild. So, schnapp dir eine Waffe und los geht's. Na komm schon! Ja, wenn er so will. Okay.
Okay, zum Glück werden wir bei dem kommt dann nicht verletzt. Okay, doch. Das ist dann, okay. Wir geben lieber auf. Wir nehmen die Holzschwerter, aber ich möchte jetzt nicht verletzt werden. Ist zwar wahrscheinlich nicht so gut, aber... Gut. Mit welcher Waffe? Ich nehme die Axt. Ich wähle die Axt. Ich nehme auch eine. So, schnapp dir eine Waffe. So, dann testen wir noch ein bisschen mit der Axt. Ab. Das. Jemand hat überhaupt gar keine Kompass mit der Axt. Deswegen ist das ein bisschen witzlos. Aber es geht doch ganz gut. Okay, wir machen aber keine langen Kämpfe. Ich wollte noch... Was du drauf hast. Gleich. Aber da war noch eine Stangenwaffe. Das möchte ich gerne mal testen. Nicht wahr? War das bei den Holzschwertern? Ich würde gerne ein bisschen... Gut. Mit welcher Waffe? Helle Barde, Faustkampf. Stangenwaffe war dann woanders. Nehmen wir doch mal eine helle Barde. Ich nehme die helle Barde. So. Schnapp die... Und das geht schon ab. Oh mein Gott, da bin ich ja ein Meister dran. 1, 2 und 3. Da hat er gar keine Chance. Komm schon. Du weißt, wie das endet. Ja, mit deinem... Also, wenn wir eine helle Barde finden, dann machen wir alles damit platt. Hat ja gar keine Chance. Scheiße! Ja. Gut, damit haben wir trainiert. Helle Barde, irgendwo, wenn wir eine finden, dann machen wir das. Ist noch im Kampf drin, ist ein bisschen... Ich hoffe, das gibt kein Problem. Okay, wir sind wieder raus. Wir nehmen noch ein bisschen Kamille mit. Wenn die schon hier liegt. Und dann schauen wir mal, was wir überhaupt noch machen hier zu tun haben. Es gibt bestimmt noch ein paar nette Aufgaben. Dann könnten wir auch langsam, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch mache. Stimmt, wir haben ja viel Zeit, dass ich dann nach Uschitze gehe. Einerseits wegen dem Schreiber und einerseits, weil uns ja die Hauptquest dahin drängt. Johanneskraut nehme ich mit. Gut gemacht, Köter. So, schön den Salbei mit. Ausgezeichnet. Ganz ehrlich, Baldjaran können wir noch mitnehmen. Obwohl ich den Geruch, habe ich ja schon mal gesagt, warum Baldjaran echt furchtbar finde. Ah, gut gemacht, Köter. Du warst perfekt im Weg. So, dann nehmen wir noch das Johanneskraut und das wäre weg. Und wir bräuchten ein bisschen Fleisch für Köter. Da müssen wir noch was kaufen. Salbei nehmen wir nochmal mit. Gut. Dann... Einmal... Nee, wir schauen erstmal, was haben wir denn überhaupt als Quest? Zurück zum Vogt. Okay, wir müssen aber zum Vogt. Wenn ich Agnes von Partner Franziskanus Entschluss erzähle, wird sie sicher für den Händler Hagen arbeiten. Okay, muss ich dann mit Agnes reden. Ein Freund in der Not verschaffe Arbeit, richte Theresa liebe Grüße aus, müssen wir noch machen. Ein Festmahl für die Bettler, ich habe kein Hasenfleisch. Ich schnapp mir noch schnell ein paar Hasen. Dann kann ich das den Bettlern bringen. So, das heißt, das schieben wir noch davor. Es ist ja noch in der Früh, glaube ich. Oh, da geht schon die Sonne unter. Oh, es ist gleich dunkel. Dann schnappen wir ein paar... Bernhard geht auch schon nach Hause. Wir schnappen uns ein paar Hasen. Irgendwo müssen ja welche sein. Bestimmt hier im Wald.
schauen wir mal. Naturbursche, perfekt. Dann finden wir bestimmt ein paar Hassen. Oh, das ist keine Pfeile. Das können wir natürlich lösen. Ich nehme Jagdpfeile. Davon haben wir 110. Ach, oh. Oh. Ein Schirmling. Hier finden wir gar nichts. Köter, komm mal her. Bei Fuß, Köter. Sehr gut. Köter, ich brauche deine Hilfe. Jag wild. Lass uns jagen. Das versteht er nicht. Er ist bereit. Wieso findet jetzt ein Hasen? Hätte er letztes Mal auch zu mir gebracht. Das sollte schon gehen. Ganz ehrlich, den Fliegenpilz nehme ich auch mit. Die sehen immer so schön aus. Kein Wunder, dass man die essen will. Aber noch irgendwas. Okay, das finde ich nie wieder. Er hat noch keine gefunden. Okay, den Pilz will, darf ich nicht nehmen. Da ist Köter dazwischen. Ist sein Pilz. Oh, noch mehr Fliegenpilze. Die nehme ich, nehme ich. Ich mag auch den Sound von dem Spiel. Ist wirklich sehr schön. Steinpilze gibt's auch. Wunderbar. Vielleicht finden wir noch ein paar Trüffel. Aber Hasen finden wir keine. Ist das überhaupt ein richtiger Wald? Eigentlich schon. Wir müssten nur weiter nach Norden gehen. In die Richtung. Wenn Köter schon was findet, dann bellt er schon. Wir laufen einfach mal ein bisschen weiter. Und die Pilze können wir verkaufen. Da freuen sich die Leute bestimmt. Ich glaube, hier ist es zu steil für Hasen. Ich meine, welcher Hase würde sich das hier freiwillig antun? Das entdeckt gerade Dreierwälder. Sehr gut. Als Vogel ist das ja ein No-Brainer. Beziehungsweise, obwohl, da ist ein Fluss in der Nähe. Laut Karte. Habe ich auch gesehen, glaube ich, da unten. Und hier ist man relativ sicher. Gut, in Bäumen ist einem. Obwohl man als Vogel sowieso mehr auf andere Vögel achten muss. Sowas ändert mich. Wenn da was Rotes ist, dann muss ich gleich an den Bärenbusch denken und möchte den ernten. Wie in jedem Spiel. Es ist immer der grüne Busch mit den roten Beeren. Also wir finden echt keine Hasen. Vielleicht ist es auch zu spät für Hasen. Vielleicht sind die ja schon alle im Bett. Wir gehen noch hier rüber, darunter. Solange ich nicht runterfalle. Autsch.
Bestimmt sind dort Hasen. Ich meine, dort ist Wasser. Das ist alles, was man braucht. So einen kleinen Bach gibt es auch. Alles, was man sich wünscht. So, da ist bestimmt ein Hase drin. Das merke ich, das weiß man. Das ein Blick und man sieht das schon. Und zwar genau gleich vor uns. Gleich sehen wir den. Der ist, oh Gott, wenn es dunkel wird, sehen wir überhaupt gar keinen Hasen mehr. Nee, Kürt hat auch keinen gefunden. Schade. Ich dachte, ich hatte gehofft, wir brauchen dafür echt viele Hasen, um die Quest dafür zu erfüllen. Und die finde ich jetzt nicht. Das heißt, wir gehen hier kurz raus, wenn wir schaffen. Gut, dann reiten wir zurück nach Hatay. Das können wir auch irgendwann anders machen. Die Hungrigen können warten. Nur ein bisschen Löwenzahn nehmen wir noch mit. Das brauchen wir alles für die Alchemie, auch wenn wir noch nicht mal lesen können. So, was haben wir denn hier? Disteln, ganz wichtig. Kräuterkunde, weiterer Punkt. Ausgezeichnet. Dann schauen wir doch mal Fähigkeiten. Kräuterkunde und wir nehmen... Pferdekraut war, glaube ich, genau, scheut es nicht. Botaniker. Du kannst Kräuter 15% teurer verkaufen. Und Kreuz heben. Wenn du Kräuter sammelst, bekommst du auch Erfahrung für eine Stärkeleiste. Ganz ehrlich? Mehr Geld von mir aus, aber Geld bekommen wir auch durch Rüstungen, wenn wir Leute platt machen. Wenn wir Sachen sammeln und wir bekommen Erfahrung. Das nehme ich mit. So, wir haben immer noch Trinkfestigkeit. Ich weiß nicht, möchte ich Bier trinken oder möchte ich Wein trinken? Ich meine, wir haben ja bei der Nahrung... Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Hilf mir, Köter. Möchte ich Bier oder möchte ich Wein? Will ich ein Bauer sein oder will ich ein Adliger sein? Oder ein Schaf. Ich höre hier ein Schaf. Wo ist es? Und Salbei höre ich auch. Komm schon, Pebbles. Okay, wir können nicht mehr spurten. Wir suchen jetzt erstmal nach dem Schaf. Es ist ganz wichtig. Ein Bienenstock. Okay, das machen wir noch. Honig ist teuer, den nehmen wir mit. Öffnen Honig. Öffnen Honig. Dankeschön, Bienen. Bis zum nächsten Mal. Gefunden. Okay, dann reiten wir doch mal nach Neuhof. Möchte ich nicht, das ist ja ein bisschen schlecht. Da gab es einen Unfall. Wir könnten aber an Neuhof vorbei und dann zurück nach Hause. Das heißt, wir folgen einfach dem Weg rechts rüber und dann nach Neuhof vorbei und dann in der Gaststätte einmal übernachten. Ich muss nur schauen, welcher Weg der richtige Weg. So, dann reiten wir doch an Neuhof vorbei. Dann können wir einmal mal schauen, hat sich dort alles gebessert oder nicht. So, ich glaube, das ist der Weg. Hier reinbiegen und dann um den Wald herum. So, Sühnekreuz. Bis später, Sühnekreuz. Kreuz. Wir nehmen die Abkürzung hier rüber und schwupp. So,
gerade noch geschafft. Das war eine Meisterleistung von mir. So, Pebbles macht sich auch ganz gut. So, und dann biegen wir hier rechts ab. Und dann müssen wir einmal in Neuhof vorbei. Ja, ich weiß, das ist ein furchtbarer Ort für dich. Du musst es aber schon schaffen. Ich meine, du wirst im Krieg noch viel schlimmere Sachen sehen. Oh, sieht gut aus, die haben alles aufgeräumt. Warte, ist gar nicht Neuhof. Doch, ist es. Das war nur weiter nördlich. Ja. Egal, wir reiten jetzt nach Hause. Ganz schön viel Mohn. Wenn wir Mohn brauchen, wissen wir, das ist hier. Ich dachte schon, das sah für mich aus wie eine Leiche. Ja. Und dann dachte ich, okay, das ist nur ein Stein. Dann habe ich dann noch mal oben ein Stück vom Stein gesehen und dachte, oh mein Gott, das ist eine Leiche und ein Stein. Nee, es sind zwei mehrere Steine. Keine Ahnung, warum ich hier Leichen sehe. So, da hat jemand einen Speer geworfen und verfehlt. Da hat jemand einen Wagen einfach zerbrochen. Alles wie immer. Die Wanderer haben immer gut Geld. Aber die rennen leider immer weg. So, und da sind wir auch schon. Ach ja, wunderbar. So, dann parken wir Pebbles einmal. Also, Vorsicht, bitte zurücktreten. So. Ganz ehrlich, Pebbles sollte hier sein. Pebbles bekommt was Richtiges. So, Pebbles darf doch hier mitessen. Das ist gar kein Problem. So. So, dann nehme ich noch eine Fackel mit raus. Das ist gezeichnet. Machst du gut, Pebbles. Okay. Hier, wohlbekommst. Ausgezeichnet. Und danach auch Pebbles. So, hier ist nämlich was Wichtigeres. Glück und Gesundheit. Ja, Glück habe ich. Heute ist mein Glückstag. Deiner auch? Würfeln? Alles, was du hast. Gott behüte. Gott muss mich nicht behüten. Ich habe die Katzenpfote. Und den Dreifaltigkeitswürfel. Ein gesegneter Spielwürfel der heiligen Dreifaltigkeit. Geweiht in der Hoffnung, eine 3 zu würfeln. Wir nehmen alle Würfel, die wir haben. Eins, drei, vier, ja, nehmen wir die 1. Und dann fortfahren. Sieht gut zu. Ja, wir nehmen aber die 5. Und hallo, Sneaky. Ja, wir nehmen einmal die 1. Und wir versuchen weiter. Wir wollen den großen Gewinn haben. Ja, aber er hat auch kein Glück. Okay, ist nicht. Bam. Ja, ich wusste es doch, er hat kein Glück. Nicht so wie wir. Wir schaffen das.
Also, wir haben 1, 2, 3, 4. Na, leider fehlt uns. Wir nehmen mal die beiden, wir machen weiter und dann stoppen wir. Komm schon, das ist noch ein, da sehe ich schon eine 1. Und stopp, dann, damit es nicht immer so weitergeht. Ja, Deutschland ist mit dem Internet ein bisschen komisch. Ist halt. Wir haben besondere Internetverhältnisse hier. Wir nehmen nochmal die 1. Ist auch schon dunkel geworden. Gut, dass wir zurückgekommen sind. So, das auch. Wir hatten in der Dunkelheit niemals einen Hasen gefunden. Oh. Ich gehe immer davon aus, dass Deutschland ist. Ich hätte gehofft, in der Schweiz ist besser, also das Internet besser. Ah, der hat zwar. Dann ist wahrscheinlich irgendwas wirklich kaputt. Oh, das ist einfach komisch, weil irgendein Knotenpunkt überlastet ist, weil irgendwas gerade ist. So, 2, da, die 5er wollen wir und dann hören wir auch einmal auf. Gut, 1100, wir sind immer noch im Rückstand, aber... Ich wollte eigentlich gar nicht würfeln spielen, das war einfach da. Außerdem geht mir der Typ sowieso auf die Nerven. Die ganze Zeit, wie er selbstgefällig da sitzt und mit seinen Würfeln hantiert und glaubt, er könnte alles gewinnen. Aber hier wird er sich verschlucken. An meinem Glück hat er keinen. Er hat keine Chance dort. Ja, der versucht es nochmal, also bitte. Und er schafft es. Komm schon, nochmal. Ja. Ausgezeichnet. So, da stoppen wir 1000, ist sehr gut. Kann daran liegen, dass meine Nachbarn gefühlt viermal in der Woche eine LAN-Party veranstalten. Hm. Kein Glück. Komm schon, ich möchte die Runde beenden. Jetzt beenden wir das. 3, 3, 3. Dann nehmen wir noch die 1er, dann nehmen wir noch die 5er und weg hier. Sowieso fast über die Hälfte. Bis später. Oh, der hat eine halbe Straße. Drei, vier, eins, drei, vier, fünf, sechs, fünf, vier, drei. Ah, uns fehlt eine 2 dafür. Schade. Böp. Also bitte. Aber wir sehen auch bei dem Spiel ganz gut, dass er keinen besonderen Würfel hat. Ich frage mich, ob wir in Ledeczko, nee, Ledeczko war nicht die Stadt, nicht Ledeczko. Oh, ich weiß nicht, wie hieß das Dorf nochmal? Aber jedenfalls, der Spieler dort hatte ja auch ein paar besondere Würfel. Ich hoffe, der kommt nochmal wieder. Ich hätte die Würfel doch ganz gerne. Nicht mal die Speedtest-Webseite lässt sich öffnen. Wünsche ich dir, dass doch noch irgendwie alles geht. Weil ohne Internet, das ist wirklich echt. Also ich kenne es ohne Internet. Wenn das mal richtig nervt und man eigentlich gerade das Internet benutzen will, und das ist echt übel. Wir machen nochmal 200 Punkte, sind sehr wenig. Ich fühle mich sehr verlangsamt. Woran das nur liegt, also wirklich komisch. Ja, wir hätten nochmal machen sollen. Ich glaube, jetzt gewinnt er. Ja.
Und das war's für uns. Unser schönes Geld. Verdammt. Okay, wo ist der Wirt? Ich müsste einmal aus dem Weg, Pebbles. Der Wirt, ich möchte nämlich hier gerne übernachten. Das ist nicht der Wirt, aber... Da, da ist er doch. Gott sei mit dir. Und auch mit dir, bitte, Herr. Ich brauche jemanden Hilfe. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Ja, da könnte es was für dich geben. Ja, ist gezeichnet. Das wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, denn es ist der Henker, der Hilfe braucht. Jedenfalls habe ich's so gehört. Die Leute hier wollen nichts mit ihm zu tun haben. Aber je mehr sie ihn meiden, desto mehr schwätzen sie auch über ihn. Okay, der Henker. Irgendwas ist mit dem Henker. Dann können wir ja später mal... Wir sind sowieso eine Zeit lang in Ratei. Kann ich hier schlafen? Da lässt sich sicher etwas finden. Für wie lange? Wir sind gerade etwas arm. Eine Nacht. Nur die eine Nacht. Gut. Bezahlung im Voraus. Machen wir zwei, also bitte. Hier, bitte. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Es ist bestimmt das zweite. Im Obergeschoss. Wie immer eigentlich. Schönes Huhn. Bis später, Pebbles. Ah, ich habe einen 131 Ping, das ist es. Aha. Gutes Thema. Köter und Pebbles bleiben draußen. So, schauen wir doch mal. Wir können ein paar Sachen wieder reinlegen. Ich glaube, hier haben wir die ganzen Blumen reingelegt. Ja, die können wir mal rauspacken. Waldieren zum Beispiel. Weg damit. Distel kann weg. Kamille kann weg. So, Hohnblume, Salbei. Nee, lassen wir. Johanneskraut kann weg. Wir haben wirklich sehr viele Verbände. Ich glaube, so viele brauchen wir nicht. 20 können wir weghauen. Ich würde nochmal mit dem Dingens reden, mit dem Wirt. Vielleicht können wir ihm die Pilze verkaufen. Also wie Köter. So. Hat jemand den Wirt gesehen? Er ist schon wieder weg. Stimmt, ist er drin. Ach, da sitzt er jetzt. Okay. Herr Wirt, möchtest du ein paar meiner Pits abkaufen? Gott behüt dich. Ja. Und zwar... Oh, Hasenfleisch, das kann ich auch mal wegwerfen, weil der ist schon verdorben. Das brauchen wir nicht. Innereien sind noch in Ordnung. Aber die sind gleich kaputt. Die würde ich auch wegwerfen. Also verkaufen. Die Schirmlinge brauchen wir nicht. Steinpilze brauchen wir nicht. Was gezeichnet dann. Ich würde sogar was kaufen. Einmal hätte ich gerne für Köter. Da darf man Hirsch essen. Wir hauen mal drauf. Und ich hätte gern zum Frühstück einmal gerne Haferbrei mit. Mit einem Wein. Das passt ganz gut. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir's. Ja, komm schon. Im Haferschleim ist nämlich eine Fliege. Endlich! Eine vernünftige Summe. Erst gezeichnet. Ja, die Haseninnereien bekommen wir später nochmal, wenn wir Hasen jagen gehen. Müssen wir sowieso. Bevor wir nach Ratei gehen. Ich muss ja nur schauen, wo wir welche finden. Ach, ich mag die Musik. Nee, tut mir leid, heute kann ich nicht länger hier sein. Bei jedem zweiten Wort von dir lag das, muss schauen, was ich da machen kann. Gute Nacht, aber trotzdem, das ist wirklich schade. Ich hoffe, das mit ihm denn regelt sich bei dir, weil das ist generell für alles ziemlich schlimm. Ich wünsche dir, bei dem, was du noch machst, eine gute Nacht, Sneaky. Und, dass sich alles richtet. Dankeschön aber trotzdem, dass du da warst. Ehrlich, wir können hier im Süden in den Wald gehen. Oder dort. Aber da erst am Morgen.
wir setzen uns erstmal. Ah, endlich mal wieder ein Bett. Wunderbar. Dann machen wir doch das, was wir lange nicht mehr gemacht haben. Wir lesen mal weiter, weil ich möchte die auch mal gerne wissen. Und es ist wirklich viel Text. Oi, oi, oi. Das ist nur Soziales. Und da kommen immer mehr Sachen dazu. Orte haben wir ja schon wieder so viele. Ach du meine Güte. Kloster Sasau. Haben wir das gelesen? Ich weiß es nicht. Ich sollte mir das mal aufschauen. Aber das ist dann so viel. Erstmal. Custos. Der Custos. Wir haben ja im Kloster davon gehört. Der Custos. Dieses Amt wurde vom Abt eines Klosters oder vom Herrscher manchmal jährlich vergeben und ähnelte dem eines Vogts oder Bürgermeisters. Okay. Die Pflichten des Custos bestand darin, Besitz oder Ländereien zu verwalten, die der Abt oder Herrscher nicht ganzjährig bewohnte. Für seine Unterbringung dort musste der Custos jedoch selbst aufkommen. Genau, das hatten wir schon bei der Landbevölkerung. Da ging es dann, glaube ich, mit der Pacht darum, Honigweizen. Genau, dass sie immer was abgeben mussten und jagen. Genau, sie durften weder Waffen tragen und auch jagen, weil das halt den Lindsherren gehörte. Maler. Im frühen Mittelalter wusste niemand, wer die Tafeln oder Wände meist von Gotteshäusern bemalte. Ein Großteil der Werke kann bis heute keinem Künstler zugeordnet werden. Häufig waren es die Mönche selbst, die neben der Illuminierung ihrer Manuskripte auch ihr Kloster verzierten. Die Maler und Illuminatoren stellten ihre Farbe aus zermalmten natürlichen Materialien selbst her. Ihre Motive waren größtenteils historischer oder biblischer Natur oder rein geometrische Verzierungen. Und das erfahren wir jetzt über Herrn Peschek. Müller. Das Müllerhandwerk ist eines der ältesten in tschechischen Landen und die Errichtung von Wassermühlen ist seit frühesten Zeiten überliefert. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Mühlen perfektioniert und im Mittelalter hatte praktisch jedes Dorf eine Mühle. Macht ja Sinn. Neben Wassermühlen gab es Windmühlen oder solche, die von Ochsen oder Pferden angetrieben wurden. Der Beruf des Müllers gehörte zu den freien Berufen, da die Müller neben ihren anderen Aufgaben im Dorf Handel trieben. Mit der wachsenden Zahl der Wassermühlen oder anderer wassergetriebenen Gerätschaften kam die Notwendigkeit auf, die Verhältnisse zwischen den vielen Müllern juristisch zu klären. Bereits in der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde aus Experten auf dem Gebiet der Wassergesetze ein Müllersverband begründet. Sie waren berechtigt, Wasserläufe zu kontrollieren, die Höhe eines Mühlenhügels festzulegen, den technischen Zustand einer Mühle zu bewerten und so weiter. Zudem stellten sie einen Verhaltenskodex für Müller auf, um sicherzustellen, dass die Nutzung des vor allem im Dorf benötigten Wassers anderen nicht zum Nachteil gereichte. Da die Mühlen in größerer Entfernung zu den anderen Häusern der Dorfgemeinschaft errichtet wurden, weil das Wasser halt dort war, standen Müller oft im Mittelpunkt von Klatsch und übler Nachrede und wurde nachgesagt, auf unlautere Weise lukrative Zusatzeinkünfte zu erzielen. Ach was, das macht Peschek niemals. So hieß es, sie würden ihre Kunden beim Abwiegen des Mehls betrügen und selbst Hexerei, Diebstahl oder Hehlerei wurden ihnen angedichtet. Letzteres ist übrigens eine infame Unterstellung. Da ist ganz sicher nichts dran, na klar. Na klar. Machen wir doch den Pfarrer. Pfarrer, Geistliche zählten zur Elite der mittelalterlichen Gesellschaft und zu den wenigen, die überhaupt über Bildung verfügten. Dorfpfarrer waren jedoch weniger gebildet als jene der größeren Gemeinden. Oft konnten sie kaum lesen oder schreiben, besaßen keine Bibliothek und lernten die Liturgie auswendig. Deswegen konnten sie es. Die meisten von ihnen standen ähnlich schlecht da wie die Bauern und arbeiteten auf dem Feld oder züchteten Vieh. Sie lebten nicht im Zölibat und erfreuten sich wie die anderen Dörfler an alltäglichen Unterhaltungen, Spielen, Tanz und Besuchen in der Schenke. Im Laufe der Zeit verbreiteten sich ihre losere Moral und ihre mangelnde Bildung auch in Städten und Klöstern. Im Gegensatz zu
Ihnen verfügten die Pfarrer in den größeren Gemeinden und Städten über mehr Besitz und mussten, vom Gottesdienst und gewissen Tätigkeiten in der Kirche abgesehen, keinerlei körperliche Arbeit verrichten. Die Pflicht eines Pfarrers umfassten die Vorbereitung und das Abhalten der Messe, das Abnehmen der Beichte, die Instandhaltung des Kirchengebäudes, Betrieb und Zierat, Besuch bei Armen und Kranken, das Sammeln der Kollekte, das Eintreiben der Kirchensteuer, Taufen, Hochzeiten, die letzte Ölung sowie Bestattung und alles andere. Auch ganz viel. So. Prostitution machen wir jetzt nicht. Da müsst ihr warten. Okay, wir reiten auf Köter. Los geht's, Köter. Auf zum nächsten Abenteuer. So gut gemacht, Köter. Schlafe ich gerade auf Köter? Okay. Wir stehen dann um 5 Uhr auf. Okay, wenn Köter das so will, dann ist es so.